Willkommen zurück zu Mass Effect. In der letzten Folge haben wir ein wenig mit unseren Crewmitgliedern gesprochen, vorliebig mit Jack, und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, ihr Herz zu erobern. Ja, dann haben wir uns auf den Weg hierher gemacht. Also eigentlich wollte ich woanders hin, aber ich habe ja wieder, ja, schon falsch geflogen bin ich, und aber dann sind wir hierher gekommen. Und das hier ist das Land der Kroganer, oder das Trümmerloch der Kroganer. Und da ich ja zwei Aspiranten auf meinem Schiff habe, die ein dringendes Bedürfnis hatten, hierher zu kommen, habe ich die einfach mal eingepackt, bin hierher gefahren und werde jetzt mal mit den Obermotzen dort sprechen. Und dann schauen wir mal, ob die Bock auf uns haben. Ne? Also unser Grunt hat ja irgendwie so ein bisschen unruhiges Blut, heißes Blut irgendwie. Und unser Morden vermisst seinen Lehrling oder so. Ja, und wir versuchen jetzt hier mal beides zu bekommen. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Ardnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnott erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnott zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Ovenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Bam. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte, und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Möchte ich denn als erstes wissen, was tun sie hier? Ja, offensichtlich hat er die Clans vereint, das hat er ja schon gesagt, das brauchen wir nicht mal fragen. Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet, destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'Agal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Hat der Name irgendeine Bedeutung für Sie, Rex? Ein grausamer Warlord, der viele Leben auf dem Gewissen hat. Der offensichtlich Genexperimente gemacht hat. Ein Klon durchläuft den Ritus? Das ziehen Sie ernsthaft in Erwägung? Eine Tankzüchtung soll Erwachsenenstatus erhalten? Das geht zu weit. Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual.
Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot. Nun, Grant? Möchten Sie zu den Örtnet gehören? Warum soll ich das denn jetzt entscheiden? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Geil, dann werde ich auch ein Kroganer. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Geht klar. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Delos. Ja, gemütlich hält sich hier ganz stark in Grenzen, das stimmt. Das Kind, mein Sohn. Wir haben Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Was zum Teufel ist ein Pijak? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijaks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Na komm, das machen wir. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Das da? Na, dann machen wir das doch mal. Rubenkampf-Wette. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Toll. Das war ein kurzes Vergnügen. Ich hatte so gedacht, der hat schon so Narben und Kratzer. Der ist auf jeden Fall kampferprobt und der andere war noch so gänzlich unbeschädigt. Der ist ja gut jetzt. Naja, gut. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Ja, und wie macht man das? Also, ah, okay. Jetzt, ja, ah, ja. Das
Das Ding ist ja sehr verzögert. War offensichtlicherweise hat es auch ein Einschlagradius. Hey! Verdammt! Ja, okay. Ups. Ich wollte keinen Doppelschuss machen. Hey. Tada. Na, das war doch mal ulkig. Ich weiß nicht, dass alles anders wird. Ich hab dir der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet, einfach großartig, echt wahr. Total. Ich hab das nicht zu meinem Vergnügen gemacht. Reden wir über die Bezahlung. Sie können viel zu gut mit den Kanonen umgehen, als dass ich mit Ihnen streiten würde. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie kriegen alles zum Einkaufspreis. Geil. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Warum sollte ich das kaufen? Oh, das ist cool, das brauchen wir. Das nehme ich mit. Ja, wahrscheinlich kann ich das aber ja nicht mit meinem jetzigen Ausrüstungsdingsbums kombinieren. Warum sollte ich das kaufen? Ich meine, es kostet 0 Credits. Weißt du was, wenn es eh nichts kostet, dann nehmen wir das einfach mal mit. Vielleicht können wir das irgendwo gebrauchen. Wir nehmen das auch mit, so. Das nehmen wir auch mit. Geschissen, wir müssen ja auch mal ein bisschen unsere Kohle rauspfeffern hier. So, leer gekauft. So, jetzt sollten wir irgendwie mal den Schaman hier aufrufen. Das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat. Hat er nicht da hinten irgendwo hingedeutet? Oder hier? Ein Mechaniker. Nichts anfassen. Stich gleich mal an. Sieht aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch. Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht.
wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tomcar ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ja, das wüsste ich aber auch gerne. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhenkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ach komm, das mache ich. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ein sonniges Gemüt, ich gehe mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Ja, ich habe jetzt irgendwie gedacht, jetzt wäre mal wieder Zeit für so eine Aktion mit unserem Hämmer, dass wir da draußen rumbrettern könnten. Das wäre doch mal lustig. Ist das der Schamane? Warum ist der Schamane hier so labortechnisch unterwegs? Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Ja, und das verdanken wir nicht Ihnen oder sonst jemandem. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen. Immer wieder, trotz der Umstände. Inspirierend. Warum sollte ich das machen? Der sitzt doch hier einfach nur. Ach, siehst du mal, der kann auch was. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist wertvoll. Oberwertvoll. Vielleicht hätten wir mal erst mit dem quatschen sollen. Vielleicht gibt er uns auch einen Rabatt, wenn wir cool sind. Das machen wir mal. Egal, aber das Wichtigste haben wir schon mal. Was machen Sie denn hier drin? Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Wie vielen Menschen gestattet es der Clanführer, sich frei unter den Erdner zu bewegen? Nicht viel. Da stellt sich doch gleich die Frage, was Sie hier wollen. Ich habe mir das Recht verdient, hier zu sein. Wollen Sie wissen, wie? Also gut. Aber wenn Sie meine Forschung stören, lasse ich Sie entfernen. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Der neue Clanchef scheint völlig andere Ansätze zu verfolgen, was die Führung der Kroganer angeht. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie mit ihm persönlich reden. Er ist mein Anführer und ich werde mich nicht weiter über ihn äußern. Verstehe. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Verstehe. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Gut, das ist also nicht der, der Schamane, den wir treffen konnten, wollten. Naja, gut. Dann werden wir uns dann in der nächsten Folge nochmal hier weiter umsehen, um den Schaman zu treffen, um hier den Grunt von seiner von seinem unpubertierten Status zu befreien und dann vielleicht auch noch den den Lehrling, den Praktikanten, wie auch immer, von Morden zu finden und ja, und das, da werden wir nochmal dann leer kaufen. Ja, viel zu tun. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann.